Daniela war ja selbst ganz allein. Oder man kann ihr nicht die komplette Schuld zuschieben, ist von Zuschauern zu hören, die das Frankfurter Uferkino verlassen. Die Frau, von der die Leute nach der Premiere so mitfühlend reden, ist eine zweifache Kindermörderin. Come little children, I'll take thee away into a land of enchantment. Come little children, the time's come to play here in my garden of magic. Als die Mutter vor Gericht gestellt wurde, rief die Nachbarschaft zur Lynchjustiz. Die Volksseele zürnte und wütete. Keine Gnade, am besten die Todesstrafe, lautete die Devise. Nach dem Film ist nun scheinbar alles anders. Unter dem Titel »Die Kinder sind tot« blickt man in 80 Minuten auf die Hintergründe des entsetzlichen Verbrechens, lässt nicht nur die zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilte Daniela und ihre Familie, sondern auch Nachbarn, Bekannte sowie Behördenmitarbeiter zu Wort kommen. Wirklich erklären kann auch der sensibel gestaltete Streifen nicht, warum die beiden Jungen so qualvoll sterben mussten. Vielmehr bieten sich unterschiedlichste Interpretationen an. Doch schonungslos zeigt der Streifen die Geschehnisse, die banalen Ursachen, die schließlich zur Katastrophe führten. Die Frankfurter Kinobesucher macht der Film fast 5 Jahre nach der Tat erneut betroffen und teilweise sogar sprachlos. Ich brauche ein paar Tage, um das Geschehene zu verdauen, winkt ein Mann beim Verlassen des überfüllten Kinosaales ab. Es ist nicht zu begreifen, dass niemand etwas getan hat, lautet der kurze Kommentar einer zu Tränen gerührten Frau. Studentin Anja, die auch in Frankfurt wohnt, stellt fassungslos fest, dass die tristen Plattenbauten in Neuberensinchen ihr wie aus einer anderen Welt vorkämen. Dass in dieser Anonymität 2 kleine Kinder einfach ignoriert werden, hat ihr der Film klargemacht. Doch es gibt auch Kritik. Durch die Darstellung kommt schon wieder Sympathie für die Täterin auf. Was soll das? Schimpft Herbert Seglert. Die suggerierte Opferrolle für Daniela ist seiner Meinung nach unangebracht. So sieht das auch der Staatsanwalt. Daniela wurde Opfer ihres eigenen Unvermögens und nicht Opfer der Gesellschaft. 4 Kinder von 4 verschiedenen Vätern hat sie zur Welt gebracht. Die 2 Jungen und 2 Mädchen sollten nicht nur das Pfand für die jeweils große Liebe sein, sie sollten auch die Selbstständigkeit der Sozialhilfeempfängerin erkaufen und sie von der bevormundenden Mutter befreien. Geschafft hat sie diesen Absprung nie. Mir geht es jetzt wie einem Kind, das laufen lernt. Hier im Gefängnis bin ich sehr stark geworden. Und das habe ich der Arbeit mit euch zu verdanken, schreibt Daniela in einem Brief an das Filmteam. Es ist gar nicht so einfach, ein Psychogramm über Daniela und ihr Umfeld zu erstellen. Der Fall ist so komplex, dass der Satz von Danielas Mutter, die Kinder sind tot, im Nachhinein alles auf den Punkt bringt, aber erstmal von Anfang an. Daniela hat insgesamt 4 Kinder, von denen sie das erste, Katharina, 1994-95, im Alter von 18 oder 19 Jahren zur Welt gebracht haben muss. In den Jahren 96 und 97 folgten die beiden Söhne Kevin und Tobias. Ein weiteres 1998 geborenes Kind gab Daniela nach der Entbindung zur Adoption frei. Über dieses Kind ist nichts weiter bekannt. Jedes Kind hat einen anderen Vater. Bei jedem Kind gab es die Hoffnung, jetzt wird alles gut, jetzt sind wir eine Familie. Doch keiner der Väter steht als Unterstützung zur Verfügung. Daniela wurde durch einen gerichtlichen Gutachter eine verminderte Intelligenz mit 71 IQ-Punkten und zudem eine schwere Persönlichkeitsstörung bescheinigt. Sie hat keine abgeschlossene Berufsausbildung, ist arbeitslos und lebt mit ihren Kindern im selben Wohnblock wie ihre Eltern, nur einen Hauseingang weiter. Geboren und aufgewachsen ist Daniela, damals war sie 23, in Neuberesinchen, einem Plattenbauviertel am Rande von Frankfurt an der Oder. In Neuberesinchen ist die Arbeitslosigkeit zu dieser Zeit extrem hoch. Die Menschen haben kaum Geld und wenig Kraft, ihrem scheinbar vorgegebenen Schicksal zu entrinnen. Viele träumen davon, eines Tages wegzugehen, aber nur wenige schaffen es.
Auch Daniela gelingt die erträumte Flucht nicht. Sie hat Schulden bei den Stadtwerken, der Strom wird abgestellt, die Kinder sind nicht mehr krankenversichert. Sie lernt einen neuen Mann kennen, die große Liebe, glaubt sie. Sie geht zu ihm und lässt die Kinder allein. Sie flüchtet mal wieder vor dem Alltag, vor der Verantwortung, vor dem Muttersein. Es ist Hochsommer, es ist heiß. Der kleine Tobias, 2 Jahre, und der kleine Kevin, 3 Jahre alt, harren in ihrem Kinderzimmer aus, solange es geht. Sie haben Durst. Ihnen ist heiß. Sie schreien und klopfen mit Löffeln gegen die Fensterscheiben. Die Nachbarn bemerken scheinbar nichts. 14 Tage später kommt Daniela wieder und geht mit ihrer Mutter Rosemarie in ihre Wohnung. Ihre beiden Söhne sind tot, qualvoll verendet im eigenen Kinderzimmer. Der Prozess gegen Daniela wird dann von Tumulten begleitet. Schließlich wird die junge Frau wegen zweifachen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Doch trägt allein sie die Schuld am Tod der beiden Kinder? Hat sie ihre Kinder bewusst sterben lassen? Oder war es eine Verkettung unglücklicher Umstände? Gar der grausame Schlusspunkt einer Tragödie, die sich lange vorher angekündigt hat. Laut Definition liegt einem Mord ein Vorsatz zugrunde. Der ist in diesem Fall nicht gegeben. So kann man noch nicht einmal von einer Tat reden. Das mindert aber nicht die Tragödie an sich. Daniela dachte, ihre Mutter kümmere sich um die Kinder, wie so oft. Rosemarie dachte, die Kinder wären bei Daniela. Die Nachbarn dachten sich nichts, weil die Kinder öfter mal alleine in der Wohnung eingeschlossen werden und auch so permanent schreien. Wer ist denn nun der Schuldige? Eine Antwort sucht man vergebens. Es ist einfach unbegreiflich. 2 Kinder versuchten nachweislich auf sich aufmerksam zu machen und niemand fühlte sich verantwortlich. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich macht das fassungslos. Sprachlos, wenn man sich das einmal vorstellt. Der Todeskampf von den beiden, oder man fragt, sind sie beide gleichzeitig gestorben? Wer ist als erstes gestorben? Wie ist das andere Kind damit umgegangen? Schrecklich, einfach nur, mich lässt es nicht mehr los. Rosemarie ist eine starke Persönlichkeit, gegen die sich Daniela scheinbar nicht durchsetzen kann. Rosemarie gibt Daniela die alleinige Schuld, sagt, dass sie zu Recht im Gefängnis sitzt. Rosemarie wirkt kalt und abweisend. Daraus lässt sich erahnen, wie Danielas Kindheit aussah. Andererseits rechnet man zurück, stellt man fest, in welcher Zeit und unter welchen Umständen Rosemarie auswuchs. Die Nachkriegszeit in der DDR. Die Ansichten über Kindererziehung waren alles andere als herzlich oder liebevoll. Das galt übrigens in ganz Deutschland so. Erzogen wurde noch nach den Erziehungsberater von Frau Dr. Johanna Haarer, die mit Ansichten wie das weinende Baby nicht durch Herumtragen zu verwöhnen, nicht nachzugeben, wenn es außerhalb des 4-Stunden-Rhythmus die Brust oder Flasche verlangt, sich von Trennungsängsten nicht irritieren zu lassen, weil das Baby nur zu schnell begreife, wie es seine Eltern tyrannisieren könne, Unkraut in die Köpfe ihrer Anhänger pflanzte. Ich muss an dieser Stelle einmal deutlich sagen, diese Ansichten sind überholt und gehören eingestampft. Ich bin da überhaupt nicht mit konform. Schwachsinn, Bullshit. Das Resultat von solchen Ansichten sehen wir hier an diesem Fall. Wie soll eine Mutter Liebe geben, wenn sie selbst nie Liebe von der Mutter erfahren hat? Man möchte es besser machen, wie die eigenen Eltern. Nur wie, wenn man es nicht gelernt hat? Na, indem man sich Hilfe sucht. Das ist keine Schande, das ist kein großer Hokuspokus. Das muss erlaubt sein. Dies wurde von Rosemarie abgelehnt, weil dies ein Zeugnis von Schwäche und Versagen bedeutete. Also hat Daniela auch nie die Behörden um Hilfe gebeten. Sie wollte Rosemarie keine Schande bereiten. Das kostete ihren Söhnen das Leben. Falls ihr Hilfe braucht oder einfach mal reden wollt, findet ihr wie immer Anlaufstellen in meinen Shownotes. Come little children, the time's come to play.